Das fühlt sich richtig gut an, wenn man weiß, man hat erst zur dritten Stunde. Das ist voll cool. Man hat es eigentlich viel zu selten erst zur dritten Stunde. Von mir aus könnte das jeden Tag sein, aber andererseits denke ich mir, was soll ich jetzt die ganze Zeit machen, bis die Schule beginnt? Ich gehe mal gucken, was unten so los ist. Hm, hier ist keiner. Mama, Papa und Emma sind schon weg. Dann gucke ich mal bei Hannah. Hey Hannah, was machst du so? Hi Julian, ich räume hier auf. Wieso? Was ist los? Warte, was willst du wieder? Wenn du schon in mein Zimmer kommst, dann kann das nichts Gutes heißen. Keine Sorge, Hannah, es passiert nichts Schlimmes. Heute prank ich dich mal nicht. Aber wir haben heute erst zur dritten Stunde und ich wollte dich fragen, was du so machst. Vielleicht hast du Lust, irgendwas zu zweit zu unternehmen. Ja, wir haben ja später Schule, aber ich meine, was willst du denn jetzt noch großartig unternehmen? Ich hätte da so eine Idee. Wir können ja so ein Spiel spielen. Ein Spiel? Was denn für ein Spiel? Ich habe da schon so eine Idee. Was hältst du davon, wenn wir spielen? Wenn ich du wäre. Das heißt, einer von uns sagt dann, wenn ich du wäre, würde ich das machen und dann muss es der andere machen. Also das Spiel finde ich irgendwie doof. Also ich kenne das, aber ich weiß ja nicht. Ja, los, komm schon, Hannah, lass uns das mal zusammen spielen. Also gut, ich weiß ja auch nicht, was wir bis jetzt machen sollen. Also ich hätte da schon eine Idee. Ich fange an. Julian, wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt erstmal ein paar leckere Spiegeleier braten. Oh Mann, na toll, wieso hast du angefangen? Aber ja, okay, dann wenigstens spielen wir das Spiel jetzt. Aber du würdest dir auch nie Spiegeleier zum Frühstück machen. Das macht immer Mama für dich. Aber ja, okay, ich mach das dann. Tja, Julian, so funktioniert das Spiel. Also viel Spaß dabei. Na toll, ey. Jetzt habe ich hier die Spiegeleier gemacht. Aber so habe ich es mir eigentlich gar nicht gedacht. Ich dachte, es kommen nicht auf so coole Ideen. Aber das gibt auf jeden Fall Rache. Ich habe schon mega Ideen. Und der Tag hat erst angefangen. Ah, Julian, also ich muss sagen, die Spiegeleier waren echt lecker. Hast du gut hinbekommen. Kannst du echt öfter für mich machen. So, jetzt bin ich dran. Hannah, wenn ich du wäre, dann würde ich jetzt meine Hausaufgaben machen, denn ich brauche die noch für später. deine Hausaufgaben? Jetzt noch? Ich glaube, du spinnst. Du hättest sie schon längst machen müssen. Tja, Hannah, habe ich aber nicht. Jetzt machst du meine Hausaufgaben. Viel Spaß, bis später und denk dran, wir müssen bald los. Und weißt du was, während du meine Hausaufgaben machst, lehne ich mich hier schön zurück und warte, bis die Schule beginnt. Oh Mann, ich kann nicht glauben, dass ich jetzt echt deine blöden Hausaufgaben mache. Das gibt auf jeden Fall Rache. So, endlich fertig mit seinen blöden Aufgaben. Julian, ich bin fertig mit deinen Aufgaben. Aha, der ist also eingeschlafen. So, ich habe eine super Idee gegen Müdigkeit. Julian, aufstehen! Und weißt du was? Da wir das Spiel spielen, sage ich nur eins. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt sofort eine kalte Dusche nehmen. Was? Was, eine kalte Dusche? Bist du verrückt? Ich hasse kalt duschen. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Wieso komme ich nicht auf diese guten Ideen? Aber das bekommst du auf jeden Fall zurück. Kalt, es ist so kalt. Das war echt eine gute Idee. Huch, was ist denn hier los? Wieso brüllt Julian denn so? Julian, ist alles in Ordnung bei dir? Ja, ich habe bloß kalt geduscht. Aber ich habe gedacht, ihr seid schon weg. Naja, da habe ich mich wohl vertan. Aber ja, keine Sorge, Mama, nichts passiert. Ich habe nur kalt geduscht. Du und kalt geduscht, Julian? Okay. Wie kommt das denn? Was ist da denn los? Oh Mann, jetzt musst du dich erstmal erklären. Ja genau, Julian, was ist da denn los? Warum hast du kalt geduscht? Erzähl das doch mal, Mama. Ich wollte einfach nur kalt duschen. Oh, lasst mich jetzt einfach bitte in Ruhe. Ich brauche jetzt eine Pause von euch. Naja, wie auch immer. Ihr müsst ja zur Schule, die dritte Stunde fängt jetzt gleich an. Also, beeilt euch bitte. Hannah, das wirst du zurückbekommen. So, Hannah, jetzt wo wir in der Schule sind, jetzt geht der Spaß erst richtig los. Guck mal, wer da ist. Ist das nicht dein Svenny-Boy? Hannah Vogel, wenn ich du wäre, dann würde ich jetzt zu Sven rübergehen und sagen, ich brauche eine Pause mit der Beziehung und dass du erstmal nur für dich sein möchtest die nächste Zeit und auch keinen Kontakt mehr. Was? Das kann man doch nicht machen. Das ist doch außerdem auch kein Spaß mehr. Julian, das geht wirklich zu weit. Tja, Hannah, willst du etwa verlieren und dann deine Wettschulden gegen mich einlösen? Dich gewinnen lassen, Julian? Auf gar keinen Fall. Oh Mann, da mal los. Hi Sven. Oh Mann, sie macht es wirklich. Hey Hannah, schön dich zu sehen. Ich habe dich schon voll vermisst. Ich freue mich immer, dich zu sehen. Du bringst mir immer ein Lachen ins Gesicht. Ja Sven, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich muss kurz mit dir reden. Los Hannah, mach es. Tu es, Hannah, tu es. Sven, ja, also ich wollte ganz kurz mit dir sprechen, weil
Es ist so, wie erkläre ich denn das? Okay, ich mach's kurz und knapp. Ich brauche eine kleine Auszeit, also eine kleine Pause und... Naja, also, dass wir uns erstmal nicht sehen, so... Weißt du, was ich meine? Was, Hannah? Du machst Schluss? Wieso? Was ist denn los? Hannah, habe ich was falsch gemacht? Oh Mann, das ist ja wie im Kino. Nur, dass man dafür keinen Eintritt zahlen muss. Sorry, Sven, ich muss los. Was? Hannah? Hannah? Hannah, nein! Hannah! Oh Mann, Julian, das war der schlimmste Tag meines Lebens und du hast auch noch zugeschaut und lachst noch so blöd. Das war wirklich fürchterlich. So, Julian, jetzt pass mal auf, das kriegst du jetzt zurück. Schau mal, da vorne sitzt deine tolle Paula. Und weißt du, was du jetzt machst? Du wirst jetzt zu ihr rübergehen und Hundegeräusche machen und dich auf den Boden legen, beziehungsweise auf den Boden krabbeln, wie ein Hündchen. Was, Hannah? Nein, das ist voll übertrieben, das mache ich auf gar keinen Fall. Das ist auch mega peinlich. Aber wenn ich das nicht mache, heißt, du hast gewonnen. Und den Sieg, den gönne ich dir auf keinen Fall. Hey, Paula. Hey, Julian, was gibt's? Wuff, wuff, wuff. Julian, ist alles klar bei dir? Wuff, 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 wuff. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Julian, ich hab gefragt, ob alles klar bei dir ist. Was machst du hier? Was soll das? Hör sofort auf damit. Sorry, Paula, ich muss jetzt ganz schnell wieder los. Ciao. Du hast dich ja wirklich voll zum Affen gemacht oder eher gesagt, voll zum Hund gemacht. Sehr witzig, Hannah. Das ging jetzt wirklich zu weit. Weißt du, was du jetzt machen musst? Hannah, du tanzt ja so gerne. Und wenn ich du wäre, dann würde ich gleich in meinem Unterricht bei Herrn Ritter einfach auf den Tisch springen und anfangen zu tanzen. Was, Julian, spinnst du? Oh Mann, du... Aber wenn ich das nicht mache, hast du ja gewonnen. Ich will nicht, dass du gewinnst. So, Kinder, und das war die Geschichte von Europa. Oh, es hat geklopft. Herein. Hannah, was können wir für dich tun? Hannah, kann ich dir helfen? Hannah, was? Was machst du da? Hannah, runter vom Tisch! Hannah, was ist da los? Oh Mann, das wird jetzt echt peinlich. Yo, 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 yippie, yeah, yippie, yo. La, 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 ich tanze hier auf dem Tisch. Ich tanze hier rum, yeah, yeah, yeah. Hannah, sofort runter da vom Tisch. Oh Mann, das war wirklich sau peinlich. Was macht die da? Hannah, also ich weiß jetzt nicht, was das verhalten soll, aber das muss ich der Direktorin melden. Oh Mann, auch das noch, das wird ja immer schlimmer. Oh Julian, alles deine Schuld, jetzt muss ich wegen dir noch zur Direktorin. Hä, warum meine Schuld? Ich meine, du hättest ja nicht machen müssen. Du hättest ja einfach aufgeben können. Aufgeben? Nein, das kommt auf gar keinen Fall in die Tüte. Aber noch so eine Aktion mache ich nicht. Ich unterbreche ja wirklich nur sehr ungern eure kleine Konversation hier. Aber Hannah, was ist mir hier zu Ohren gekommen? Du hast auf dem Tisch rumgetanzt. Also, du kommst mal bitte gleich zu mir hier ins Büro. Weil das geht nämlich gar nicht. Oh Mann, Julian, nur wegen dir bekomme ich jetzt total Ärger. Was? Nein, du bist einfach selbst schuld. Ich bin schuld? Boah, Julian, weißt du was? Ich bin nicht nur schuld, sondern ich bin jetzt auch dran und ich sag dir jetzt mal eins. Julian, wenn ich du wäre, würde ich jetzt zur Direktorin sagen, dass sie doof ist. Frau, Direktorin, ich wollte nur eins sagen, sie sind doof. Bitte, was hast du da gerade gesagt, Julian? Habe ich das etwa gerade richtig verstanden? Was richtig verstanden? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich glaube, dass du sehr wohl weißt, was ich meine. Oh Mann, was ist denn hier heute los? Also, Hannah, das gibt nicht nur für dich Ärger, sondern auch für dich, Julian. Ihr beiden könnt jetzt mal sofort mitkommen und ich werde auch jetzt eure Eltern anrufen. Was? Nein, das war doch gar nicht meine Schuld, das war alles Hannah. Stopp, jetzt möchte ich hier auch nichts mehr hören. Ihr seid beide schuld und ich werde jetzt eure Eltern anrufen. Ach, diese Kinder heutzutage, unglaublich. Oh Mann, Hannah, guck mal, was du angerichtet hast. Was? Wieso ich? Julian, das ist alles deine Schuld gewesen. Ich meine, du hast mit diesem blöden Spiel heute Morgen angefangen. Ja, und du hättest auch einfach aufgeben können. Warum soll ich aufgeben? Nur damit du gewinnst, oder was? Ja, genau. Oh Mann, Julian, du bist einfach nur nervig. Jedes Mal gibt's Ärger wegen dir. So, ihr könnt jetzt bitte aufhören zu diskutieren. Ich habe eure Eltern angerufen und die beiden sind jetzt auf dem Weg hierhin. Ja, ganz toll, Julian. Wirklich klasse. Ihr wollt auch nicht, dass es jetzt so endet. Na super, also Mama und Papa kommen gleich. Das bedeutet wohl Hausarrest. Ja, nicht nur Hausarrest, sondern auch kein Gewinner. Oh Mann, jetzt haben wir beide verloren.
Aber Hanna, eins kann ich dir garantieren. Das war nicht das letzte Mal, als wir zusammen gespielt haben. Stopp, 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 stopp. Ich hab da noch was. Also, habt ihr Lust auf Hörspiele? Dann sucht doch mal nach Familie Vogel oder spiel mit mir auf Spotify, iTunes oder Amazon Music. Oder wo ihr sonst so eure Hörspiele hört.